17 Uhr. Hier ist der österreichische Rundfunk. Die Nachrichten. Polen. Verhandlungen zwischen Regierung und Gewerkschaft auf Montag vertagt. Judenburg. Protestmarsch von mehr als 10.000 Menschen gegen geplante Kündigungen bei den Vereinigten Edelstahlwerken. Volkspartei will bundesweite Volksabstimmung über geplanten Bau des Konferenzzentrums bei der Wiener UNO-City. Wiener Bürgermeister Graz begrüßt Umstrukturierung der AKH-Planungsgesellschaft. Politiker können direkt auf Baugeschehen Einfluss nehmen. Das Wetter morgen, im Norden und Osten noch sonnig, sonst stark bewölkt. Wenn ich von den Nachrichten absehe, die ja nicht so durchaus erfreulich waren, das Wichtigste ist natürlich, dass du morgen in der Früh oder heute Nacht, wie du sagen willst, um 2 Uhr aufstehst. Um 2 Uhr soll ich aufstehen? Ja, die natürlich. Uhr vorrücken, gell? Ja, natürlich muss die Uhr vorrücken um eine Stunde, weil es kommt ja die Sommerzeit. Ja, weißt du was? Bei mir beginnt die Sommerzeit um 9 Uhr früh morgen. Ja, dann musst du es auf 10 Uhr stellen. So ist das, das mache ich bestimmt. Aber ich habe jetzt dir was ganz anderes zu sagen. Ja. Was ist jetzt eigentlich? Also wohin fahren wir? Willst du nun wirklich in den Süden? Wie kommst du denn auf so eine Idee? Naja, aber im Norden ist doch noch viel zu kalt. Ja, das ist richtig, das ist viel zu kalt natürlich. Ja, und an den Seen, an den österreichischen Seen, das ist ja auch nicht gerade warm. Naja, warm ist es nicht. Kannst du dich nicht erinnern, voriges Jahr, wie wir in unserem Haus am Attersee waren, da müssen wir zu Ostern haben wir uns müssen freischaufeln. Ja, Gott, war das lustig, ja. Naja, aber bitte, du vielleicht, willst du vielleicht Skifahren? Aber geh, will man ja keinen Haxen brechen. Hm. Naja gut, dann können wir also die Winterprospekte können wir dann schon vergessen. Ja, bitte. Der Schnee, der geht mir wirklich schon bis zu den Nasenlöchern, habe ich genug davon. Frieren kann ich auch in Wien. Ja, aber du, also heute kannst wirklich nicht von Frieren in Wien reden. So ist aber eine sehr frische Luft heute. Gell, ist doch heute ein herrlicher Frühlingstag. Ja, du, jetzt wär's doch wunderbar, in Wien spazieren zu gehen. Um diese Jahreszeit geh ich so gern in Wien spazieren. Ich bin beim Park jetzt vorhin vorbeigegangen, vor 3-4 Tagen. War noch gar nichts. Und jetzt sprießen so die ersten Knospen, ist herrlich. Oder wie wär's, wenn wir einmal ein bisschen auf den Donauturm gehen? Was? Ja, du, der Don. Na, weißt du nicht, was dieses Fabelhafte an dem Donauturm ist? Das ist der einzige Ort in Wien, von dem aus man den Donauturm nicht sieht. Ja. Du, ich möchte dich etwas fragen. Ja? Warum sagst du nicht einfach, liebe Hilla, ich will nicht wegfahren, ich bleib zu Ostern zu Hause? Das kann ich dir eigentlich recht leicht erklären, weil sonst würdest du wahrscheinlich sagen, dass ich dich wiederum unterdrücke. Ja? Und da, Moment, entschuldige. Du, aber bitte schau weiter nach in den Prospekten. Vielleicht findest du irgendwas Hübsches für den Sommer. Ja, oder ja. Besser. Wir haben ja nichts zu tun. Fahren wir doch im Mai. Das soll der Frühling. In Skandinavien soll so schön sein. Ja, in Dänemark. Ja, ich werde so. Mich bemühen. Ja, ich komme ja schon. Ja, Lafitte. Aber nein, Herr Reiermann, ja, das ist ja großartig, Sie sind in Wien? Ja, wo sind Sie denn? Was? Und das ist ja gleich hier ums Eck herum. Sie, da habe ich eine glänzende Idee, Herr Reiermann. Wie wär's denn, wenn Sie uns das Vergnügen Ihres Besuches machen, ja? Ja, meine Frau ist nämlich inzwischen gekommen. Ja, und da könnten Sie also mit meiner Frau über Ihre Kur reden. Das wollten Sie doch die ganze Zeit über die Kur reden. Ja? Na, ist gut. Sie nicht allein? Na, das macht ja nichts. Macht überhaupt nichts. Nehmen Sie das Siamkatzerl nur mit. Ach so. Ah, China ist nicht mehr. Ah, das ist natürlicherweise schade. Das ist. Nein, bitte, wenn Sie wünschen, wollen wir natürlich von China überhaupt nicht reden. Ja, was sind denn begleitet? Na, kann ich mir vorstellen. Selbstverständlich. Ja, die Elfi nehme ich an, die wird dann später auch kommen. Also, ich freue mich schon. Auf bald, ja? Wiederschauen, Herr Herrmann. Franz! Ja? Du, also erschrick mich, das klingt natürlich ganz utopisch, aber mein, so was Herrliches, du. Ja, was denn? Ah, ist gar nicht auszudenken, es wäre zu fantastisch. Hast du schon einmal etwas über die chinesische Mauer gelesen?
Du bitte, und kein Wort über China. Weißt du, mit wem ich gerade telefoniert habe? Nein. Na, mit dem Herrn Reiermann, mit dem Galeristen aus Innsbruck. Ja, ich weiß, der die Bilder von der Elfe ausstellt. Na und? Ja, der hat seit Neuestem etwas gegen China. Was ja, denn? Neulich war er noch also durchaus interessiert an China. Du hast ein sehr hübsches Stück China mitgebracht. Aber jetzt ist China... Na, hat er doch erzählt, dieses hübsche Katzerl, das Schleifchen. Na Schleifel, sicher, ne? Na gut, aber deshalb ja, muss ja. Er doch für China sein. Nein, eben nicht mehr. Was, ja? Er hat seine Ansichten gewechselt und auch die Personen gewechselt. Er kommt mit irgendwem anderen, nicht wahr? Und hat mich ausdrücklich gebeten, kein Wort über China zu reden. Na ja, also bitteschön. Ja, bitte übrigens, wie kommst du auf die chinesische Mauer? Na, da, hier, schau dir das an. Die preisen da eine Reise an. Gut, bitte, schau dir das an. Auf dieser Route kommt man hier, ist beschrieben, kommt man an die chinesische Mauer, kann dort spazieren gehen. Hast du so etwas Herrliches schon einmal gesehen? Das ist doch seine Faszination. Hilda, damit wir noch wieder spazieren gehen können, müssen wir bis China fahren. Das ist sehr weit. Aber was heißt denn weit, Franz? Was ist weit, wenn wir nicht zu Fuß hin müssen? Es gibt doch Flugzeuge. Ja, aber ich flieg sehr ungern. Aber okay. Also weißt du, seitdem die Astronauten gesagt haben, dass sie als letztes Bauwerk der Erde die chinesische Mauer gesehen haben, beschäftigt ziemlich. Außerdem haben wir einen Film gesehen im Fernsehen. Du musst dir vorstellen, genauso wie das hier ist. Berge, Täler und viel, viel Wald und dazwischen, so wie eine Schlange, windet sich das durch. Nein, es ist also faszinierend. Was anderes kann man darüber gar nicht sagen. Naja, so gut, Schlange hin, Schlange her. Viel dringender ist, dass jetzt gleich der Herr Reiermann kommen wird. Ja, gut, soll er kommen ohne China. Man darf nicht über China reden. Er kommt mit einer anderen Katze. Ich weiß es, aber er kommt doch wahrscheinlich hauptsächlich wegen der Bilder von der Elfe. Aus gar keinem anderen Grund. Bin ich nicht so sicher. Wieso? Nein, ich könnte mir vorstellen, dass er eigentlich deinetwegen kommt. Ach so? Ja. Nein, damit du nicht übermütig wirst. Weil er so gern wissen möchte, wie diese Kur war, wo du, das ist doch der größte Hypochonder, den es gibt. Du, ach du lieber der ist, Gott. Der ist Patient der gesamten Heilkunde. Okay. So etwas, was der, also den, es gibt nichts, was er nicht hat und es fehlt ihm alles. Moment, da müssen wir übrigens gleich einmal überlegen. Ja. Na, das geht natürlich nicht. Also diese Blumen, die müssen weg. Warum? Denn, müssen Blumen weg? Weil da bekommt er einen schweren Hustenanfall und außerdem schwillt ihm das Gesicht an. Ah, der ist Allergiker. Ja. Und dann müssen wir lüften. Das auch aber nicht lang. Nein, bitte. Dann müssen wir sofort wieder zumachen, weil sonst zieht's. Sonst kriegt er einen Schnupfen. Nein, nur einen Schnupfen, sondern es kommt der Gestank von der Straße herein. Aha, und der ist auch ungesund. Das ist ja furchtbar. Und dann noch etwas, bitte. Ja. Es ist ein wahres Glück, dass der Guido heute nicht kommt. Ja. Denn den Zigarrenrauch, den vertragt er schon gar nicht. Du, ich bin froh, dass der nicht öfter unser Gast ist, der Herr Reiermann. Stell dir vor, wir vergessen irgendeine Kleinigkeit, die man nicht machen soll oder darf. Ja. Das ist gar nicht auszudenken, muss man die Rettung anrufen. Ja, wahrscheinlich. Hast du recht. Sag einmal, ja, wer Herr klopft denn da? Küsst ihr an? Ja, der Buch. Ja, das ist aber so lieb von dir, jetzt klopft er schon bei seinen Eltern. Servus, Bub. Es ist ja schließlich doch Eierbau. Grüß dich, Papa. Komm, nimm Platz. Setz dich, Bub. Entschuldigt, ja, ich setze mich. Ich muss euch einmal was sagen, in aller Liebe. Na? Ganz offen, frei von der Leber weg. Das mit dem Buben, das geht nimmer mehr. Nein, ich... Wieso, du bist doch unser Bub. Ja, sicher, das ist lieb, dass du das sagst, weil ich bin nicht euer Bub innerlich, verstehst du? Aber äußerlich, nimmer mehr. Du schaust so fabelhaft aus. Oh, danke für die Blumen. Ja. Was soll ich denn da von dir sagen? Hila, nein, du musst dich... Das geht, du, ich hab ein Bild gesehen. Dieser Tag ist mir das in die Hände gefallen. Da warst du als junge Mama und hast mich offensichtlich, wer sonst sollte es gewesen sein, so einen Striezel im Arm gehabt. Ja. Du hast ausgeschaut wie ein Kind. Ich habe mir gedacht, der Staatsanwalt dürfte dieses Bild nicht gesehen haben. Also, ja. Hila, du musst also dich kein Bub. Richtig, musst dich dran gewöhnen. Du musst ja nicht gerade Lafitte zu mir sagen. Ja. Nein, nein, ich sage ganz... Der Bub ist erwachsen. Ja, schön. Weiß Gott. Also hiermit bist du unser Ernst. Ja. Bitte schön. Sag übrigens, wieso bist du heute schon da? Ja, ich bin schon da. Ich habe doch keine terminisierte Arbeitszeiten mehr. Gleitende Arbeitszeiten. Naja, weißt du, ich bin so lange im Büro, als ich es sein muss, als ich zu arbeiten habe, als es mein Gewissen verlangt.
Und manchmal gehe ich eher etwas früher, als es das Gewissen verlangt. Aber eigentlich ist es ein Blödsinn. Ich bin draufgekommen, das ist ein Blödsinn. Warum renne ich vom Büro weg? Wozu? Wohin? Ja, nach Haus? Ja, nach Haus. Na, warum? Ist doch leer. Wohnung steht leer. Ist doch nie wer da. Kein Mensch. Nur Zettel. Zettel finde ich. Ach so, von komm der Niki. Ja. Was? Von der Niki? Nein. Ja, die auch, aber diesmal nicht. Nein. Du, es gibt schon mehrere Familienmitglieder, die sich dieser Nachrichtenvermittlung bedienen. Komme gleich, komme bald. Diesmal was? Meine liebe Frau, die Elfi. Komme bald. Weißt du was? No? Ich gehe jetzt Kaffee kochen. Moment. Bevor du Kaffee kochen gehst, denke daran, dass du für den Herrn Reiermann diese alten, harten Buchweizenkeks mitbringst. Ja, weil ist ja nur was Gesundes, weißt du? Und da kann er sich auch einen Vorderzahn ausbeißen. Gut, soll er sich einen Vorderzahn ausbeißen? Moment. Was und denn? Ganz wichtig, bitte, du musst natürlich zweierlei Kaffee machen. Einen für uns und einen für den Herrn Reiermann. Warum? Warum? Der Herr Reiermann, der kann nur einen ganz bestimmten Kaffee trinken, bitte. Und das Rezept ist relativ einfach, aber man muss es wissen. Ja. Du nimmst eine Kaffeebohne, eine aber bitte nur eine. Ja. Und die jagst du durch einen Liter Wasser durch, aber nicht zu lang, damit sie nicht zu viel Essenz abgibt. Machst du einen Witz, oder? Nein, weil sonst ist der Kaffee so stark, da kriegt der Herzflattern. Also gut, das ist ein und bitte nimm selbstverständlich die Blumen mit. Blumen, ein komischer Typ, der wird uns da ins Haus. Ein diffiziler Bursche, der scheint mir es, ja? Ja, aber er ist der Mäzen deiner lieben Frau. Mäzen, wie sieht das an, Herr Tuchel? Er ist der Verleger, wenn er was verkauft, kriegt er ganz schön Prozente dafür. Ja. Na, reden wir jetzt nicht übers Geld. Du. Spiel mir eine hübsche Platte vor. Vielleicht tut mir das gut. Vielleicht jettet das meine Seele. Schön, spiel ich dir eine hübsche Platte vor. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht eine erwischt, die mir der Tommy gebracht hat oder die Niki. Diese Platten, die sind so mit diesen gewissen Heulbäumen. Ich weiß schon. Du, ich habe die neulich einmal im Fernsehen gesehen. Also man hat das Gefühl, die beißen gleich was vom Mikrofon ab. Ja, sie schlucken es, ja. Ich weiß nicht, also Schlagersänger hat es doch zu unseren Zeiten auch gegeben. Mein Gott. Aber die haben noch singen können ohne Mikrofon. Naja, das geht mir nichts an. Das schau, was mir da in die Hände fällt. Na? Die Traviata. Ja? Ja, das ist sozusagen ein Vorgeschmack auf heute Abend. Weißt du, hast du dir schon einmal überlegt, was das also wirklich heißt, dass diese heute Abend um 7:30 wird diese Traviata via Satellit direkt aus der Metropolitan Opera in New York übertragen. Das ist eine ungeheure Sache. Ja, und dabei, wird man natürlicherweise mit solche Gescheite geben, die sagen, nein, das kann ja gar nicht stimmen, denn wenn es bei uns 7:30 ist, ist es ja in New York erst 2:30. Stimmt, ja. Es ist 2:30 in New York. Nur die Metropolitan Opera, die macht ja sehr gerne so am Samstagnachmittag so Matineen. Und eine solche Matinee wird direkt übertragen. Also das ist doch fantastisch. Und für uns ist das eine Abendvorstellung. Und für uns also ist das eine Abendvorstellung. Ja, bitte sehr, ich bin gerade dabei. Einen Moment, so. Der Guido hört die auch gern. Ja, der Guido, also du, für den ist das eine Lieblingsplatte. Der hat es wirklich ganz besonders gern. Kommt der Herr heute? Nein, der kommt heute nicht her. Ist doch ganz klar, der ist doch heute bei seinem Gretel. Sagt, dass der sich auch hat beweiben müssen. Also ich verstehe. Und gerade jetzt, wo ich ihn so dringend brauchen würde. Weißt du, wie der mich immer aufmuntert? Aber wenn man Menschen braucht, ist er ja nie. Ja, aber du bist halt nicht einmal der Guido. Ja. Du bist schon, wie dein Tommy sagen würde, du bist angehapert heute. Ja, bin ich auch. Ah, Moment, das ist jetzt der Herr Reiermann. Moment, ich muss elegant machen. So, du, und ich lass ihn schön grüßen. Ja, was heißt, ich lass ihn schön grüßen? Er kommt ja gleich herein. Der kommt schon herein. Bitte, denke daran, sei charmant, sei ein Sonnyboy. Ja, das wird mir leicht. Herr Reiermann. Ja, grüß Gott, Herr Sektionschef. Besonderes Vergnügen. Das ist also mein Schatzele. Das ist Sektionschef Lafitte, von dem ich hier schon so viel erzählt habe. Ja, Sie sind hoffentlich nicht böse, dass wir Sie so überfallen. Aber gar keine Spur. Wir haben uns ja praktisch selber eingeladen. Aber ich habe in Wien zu tun gehabt, nicht? Und da wollte ich nicht versagen. Ist es eine Kälterin, ne?
Baby. Nach Kräutersalat, das ist ja nirgends Kräutersalat. Ich bitte Sie, das Jackele halt aus. Nein, als ich in Afrika war, fühlt sich ja gerade so verpflichtet, überall zu frieren. Wickelt sich ein wie ein Eskimo-Weiber. So, ja, bitte sehr. Komm, darf ich dir helfen? Ja, geht schon, danke. So, die Schuhe ziehe ich aus. Was, die Schuhe, die müssen es aber nicht ausziehen. Nein, du hast ja eh warme Socken an, zieh's nicht aus. Ja, sicher, ist sicher. Ja, bitte, waren Sie vielleicht in Japan? Ja, wieso? Ja, weil dort ist das, glaube ich, üblich, dass wenn man auf Besuch kommt, dass man die Schuhe lassen muss. Ja, ich will nicht schmutzig machen. Ja. Naja, bitteschön, also, ich habe nichts dagegen, bitte, wenn Sie einen Freude machen. Nein, nein, wenn ich Sie bitten darf, hier, ja. So, bitteschön. Meine Herren, mein Gott. Ich wollte wissen, Herr Freier, Lafitte. Schau, wenn das ist Herr Lafitte Junior. Die Hausfrau, also meine Frau, die wird, die kommt dann gleich. Ich freue mich wirklich sehr, Sie kennenzulernen mit Ihrer verehrten, hochbegabten Frau Gemahlin. Habe schon bereits das Vergnügen gehabt, aber ein wunderbarer Empfang, das ist ja... Ja, wir spielen. Wer singt da? Traviata. Wer singt? Diana Kotrubas. Tatsächlich? Ja, die hören wir heute Abend auch noch einmal. Wer dirigiert? Da. Carlos Kleiber. Oh, großartig. Großartig. Ja, hoffentlich müssen wir nicht allzu lange auf die Künstlerin warten. Na, die Aufnahme kenne ich. Wunderbar. Auf diese Künstlerin? Achso, Sie meinen meine Frau? Ja. Nein, das weiß man noch nicht. Das weiß man noch nicht genau. Sie wird wohl jeden Augenblick kommen. Ja. Sie ist noch unterwegs ein bisschen. Ja. Aber wissen Sie, Samstag, das ist unser Besuch. Da sind wir immer bei den Eltern und da wird sie wohl gleich kommen. Zuverlässig, weil sie noch ein bisschen geduldet haben. Hila, darf ich dir vorstellen, das ist also ein Reiermann. Das muss Herr Reiermann sein, ja. Tschüss. Gott, guten Tag. Ja, Susele, schau, Susele, das ist Frau Lafitte. Grüß Gott. Ja, aber bitte nehmen Sie Platz. Um der Wahrheit die Ehre zu geben, ich bin eigentlich nur, ich habe nur angerufen, weil ich gehofft habe, dass ich Sie heute persönlich begrüßen darf. Ja, als ich das letzte Mal da war, so circa vor 6 Wochen. Mein Mann von Ihrer 10. Ja, nein, ich sage Ihnen, der war ja derartig mit den Nerven fertig. Ja, Ihre Krankheit hat ihm sehr zugesetzt, muss ich sagen. Der Arme. Ja, jetzt geht's ja wieder. Ich habe extra 2 Kaffee. Ja, weil man mir gesagt hat, mein Mann hat gesagt, Sie sind sehr empfindlich und dürfen keinen schweren Kaffee. Also bitte, der ist ganz leicht. Und die andere Kanne, die ist für meine Familie, weil die sind Herzflatterer gewöhnt. Nein, also ich muss sagen, da hat man wirklich ein bisschen übertrieben. Nein, ich vertrage nur den Kaffee nicht, der zu dunkel geröstet ist. Nein, diesen schönen goldbraunen, den vertrage ich eigentlich ganz gut. Ne? Aber neuerdings kriege ich gar keinen Herzflatter mehr von diesem verbrennten schwarzen Kaffee. Nein, nein, ich habe da immer einen Schmerz im Rücken und der zieht sich dann nach vorne und überall hin. Ja, nach dem Kaffee. Ich glaube, das muss die Niere sein, die auf alle Richtungen ausschaut. Also wenn Sie mich fragen, ich habe eine Wanderniere, wie sie im Lehrbüchel steht. Ist das nicht seltsam? Das ist hysterisch. Und Sie, Fräulein, bitte, welchen Kaffee darf ich Ihnen anbieten? Also ich nehme den anderen Kaffee, weil das Wasser, was er trinkt, das kann schon nicht einmal gurgeln. Ich sage, kannst du. Bitte schön, ja, und wollen Sie sich bitte bedienen mit dem Kuchen? Nein, danke, bitte, für mich keinen Kuchen. Ich esse nur Kuchen aus ungebleichtem Mehl von ungeschälten Körnern. Verstehe, es ist wegen der Kalorien. Nein, in diesem Fall geht es mir mehr um das Vitamin B, was dabei verloren geht. Ja, und außerdem braucht ja der Darm die Ballaststoffe. Ja, na ja, bitte, dann haben wir für Sie diese fabelhaften Buchweizenkeks. Buchweizen, oh, die liebe ich. Nein, die tun mir wirklich gut. Damit wird's auch nichts, weil er sie hinten einen Zahn ausbissen hat. Eh an so einem Keks oder irgend so was. Nein, 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 das war ein Stückel hartes Brot, was mein Schatz wieder liegen lassen hat, gell? Und außerdem ist er sonst Zahnlucker da noch, wissen Sie? Da hängt, der muss sich das nämlich plombieren lassen. Nein, 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 sie hat ja so recht. Sie, aber wissen Sie, ja, die wollte ich plombieren lassen. Ja, stimmt, aber weil da hängen die Brücken drauf, gell? Die Brücken? Nein, das ist wieder übertrieben, weil das ist nämlich ein ganz kleines Brückel, was nur mit einem Inlay auf dem 7er auf... Ich habe nämlich tatsächlich an meinem hinteren... wie bitte? Nein, ich wollte sagen, am 7er hinten, unten, links, ein bisschen was lädiert. Ja, dabei hat er mehr rechts...
jetzt. Ja, nicht? Außerdem, ich wollte einbröckeln kannte ich ein bisschen so. Ja. Das geht. Schmacksnerven hat er nämlich eh keine. Ja, da ist sie nicht lieb. Ja, liebes Feil. Ist sie nicht wirklich lieb? Sind Sie auch Galeristin? Ich meine, eine Künstlerin. Das fehlt mir gerade noch. Außerdem habe ich bei den Bildern einen anderen Geschmack wer. So. Ja. Aber es ist seine Galerie. Er muss wissen, was er seine hängt. Ja, ja, eine hängt. Da fällt mir ein, wie, was machen denn, wie geht's mit den Bildern von meiner Tochter? Ja. Gut. Aha. Erstaunlich. So. Sehr erstaunlich. Ja, wir haben Ankäufe. Tatsächlich. Nachfragen. Mhm. Sogar Drohungen haben wir gekriegt. Gottes Willen. Ja, einer hat sogar geschrieben, wenn wir das Zeug nicht schleunigst aus der Galerie herausnehmen, dann wird er uns per Zündschnur in die Luft sprengen. Nein. Das zeigt er, damit meint er die Werke meiner Frau? Wie? Na, hören Sie, das finde ich aber nicht sehr, sehr erhebend, dass man die Werke meiner Frau in die Luft sprengen will mit einer Zündschnur. Sie sehen das zu eng. Schauen Sie, ich glaube, der Oscar Wilde war das. Der hat es recht nett formuliert. So. Es gibt nur eine leidige Sache auf der Welt, die schlimmer ist, als in aller Leute Mund zu sein. Das ist nicht in aller Leute Mund zu sein. Ja, ich glaube, so ähnlich war es. Ja. Schauen Sie, die lauwarmen Sachen, die verkaufen sich doch nicht. Aber man kann sie auch nicht in die Luft sprengen. Ja. Wenn Sie Erfolg haben wollen, dann müssen Sie erst einmal schauen, dass Sie einen lautstarken Feind haben, der dagegen redet. Und beim Film ist doch genauso. Mhm. Es kann Ihnen überhaupt nichts Besseres passieren, als die Leute erst einmal schreien, Schweinerei, Pornografie. Na, die anderen sind dann interessiert, nicht? Die kommen dann grenzen und sagen, ist ja gar nicht wahr, die größte Kunst, nicht? Kunst haben Sie zwei Parteien. Na, und wenn dann die, wenn Sie dann im Fernsehen, ja, oder in den Zeitungen miteinander streiten, ja, also eine bessere Publicity kann man sich ja gar nicht wünschen. Ja. Und billig ist ja auch. Nein, wissen Sie, aber das trotzdem. Viel Geld erspart man sich durch diese Reklame. Viel Geld. Das meine ich ja. Aber wissen Sie, ich empfinde das als persönliche Attacke gegen meine Frau. Ah. Solche Drohungen mit Sprengungen also und so. Da hat er ausnahmsweise mal recht. Ja. Wissen Sie, wie oft die Mona Lisa beschädigt worden ist? Die Mona Lisa? Na ja, Gott, ich kann Ihnen keine genaue Zahl sagen, aber ein paar Mal eben, waren eben. Attentate. Und haben Sie den Eindruck, der Leonardo hat nicht so gut gemalt wie Ihre Frau? Also, na, ist sie nicht lieb? Ist sie nicht wirklich lieb? Aber entzückend. In der Sprache der Diplomatie nennt man das, sie ist offen und ehrlich. Ja. Ich bin unbestechlich. Ja, na, das ist ja gerade das Ist. Ist. Also jetzt hören wir auf mit der gemerkt, dass sie ein bisschen Schwierigkeiten hat mit dem Ist und Bist. Nicht? Nein, dass sich das endlich einmal merkt, dann sage ich ab und zu dieses kleine, nette Gedichterl auf. Nicht? Es bischt der Ochs, es bischt die Kuh, in meinem Herzen bischt nur du. Und das nennt sich dann alpenländischer Humor. Ja. Ist ja nett, ne? Ja. Na. Oh, aber so stark ist der Kaffee wirklich nicht. Na? Na ja, ich habe genau... so gemacht, wie es mein Name ist. Ja, nach Rezept. Wieso das Telefon? Ja, das Telefon, das macht nichts. Stört Sie mit mir? Nein. Es tut mir leid. Soll ich gehen? Nein, dann weiter. Okay, schon. Bitte, ich gehe, das stört. Natürlich, ja. Ja, ich komme ja schon. Lafitte? Ja, bitte. Entschuldigen Sie, ich glaube, ich habe irgendeine Störung im Telefon. Ich komme mit der... Ja, sind Sie mir nicht böse, ich verstehe immer Turtenzahler. Ach, aber Blödsinn, natürlich. Tschurtschenthaler, entschuldigen Sie, dass ich das nicht gleich gewusst habe. Ja. Ja, Herr Tschurtschenthaler, und was kann ich für Sie tun? Sie wollen meine Frau sprechen, die Hila? Ja, gerne. Ach, aber wenn Sie gleich gesagt hätten, Ihren Künstlernamen, Herr Trautmann, ich kenne Sie nur unter diesem Namen. Verstehe, wenn Sie privat sind, benutzen. Na, aber das kann ich absolut verstehen. Das ist ein sehr hübscher Name, Herr Wurzenthaler. Also, Herr Trautmann, Sie wollen die Hila sprechen. Und Sie möchten mich gern. Ja, das beruht auf Gegenseitigkeit. Ich möchte Sie auch wahnsinnig gern kennenlernen. Sie kommen demnächst einmal. Das wird mich sehr freuen. Ja, und jetzt hole ich, bringe ich die Hila zu ihrem Romeo. Einen Moment. Hila, für dich. Was ist denn? Für mich? Na, komm. Ach, bitte entschuldigen Sie mich einen Augenblick. Ja, aber bitte gern. Oh. Du. Ja. Das
weißt du, das macht mich langsam nervös. Wieso? Na, da sitzt dieses Dirndl und macht sich über die Familie von ihrem Freund, dem Herrn Reiermann, lustig. Na, vielleicht bin ich altmodisch, aber ich finde, sowas gehört sich nicht. Du, war das ist gefallen, ne? Nein, mir ist das peinlich. Mir tut ja der Kerl schon langsam leid. Dieses Kind sieht so nett aus, ich weiß nicht, so urig und so patent. Und dabei ist das eine Zange. Aber vielleicht, ich meine, vielleicht ist er selber dran schuld und vielleicht geschieht's ihm recht. Möglich, aber jetzt geh schon endlich zum Telefon, weil sonst glaubt dein Romeo, ich muss dich vom Balkon runterholen. Was? Warum sagst du das nicht gleich? Ja, dass das mir nicht zu Wort kommen. Ist aber geh. No. Hallo? Ja. Oh. Nein. Ja, also, wirklich? Entschuldige, ich möchte dich bei diesem geistvollen Dialog nicht stören. Entschuldigen Sie, meine Frau hat da telefoniert mit einem alten Jugendfreund, der war einmal ihr Romeo, den hat sie wieder mal auf der Kur getroffen. Ja, jetzt fällt's mir wieder. Apropos Schwarm. Da bin ich stehen geblieben. Apropos Schwarm. Ja. Ich wollte eigentlich Ihre Frau über Ihre Kur ausfragen. Zum Burgenland, weil ich will ja vielleicht auch hinfahren im Herbst. Mhm. Ja. Ja, wozu? Ja. Na, ich brauche nämlich ganz dringend ein gutes Yoga. Fürs Bett zum Yoga. Einschlafen. Ja, aha, ich habe nämlich wirklich Schwierigkeiten beim Einschlafen. Ich kann so schwer abschalten. Ich verstehe das nicht. Immer wenn ich im Bett liege, habe ich das Gefühl, dass noch drei Stimmen gleichzeitig auf mich einreden. Erstens Radio, zweitens Fernsehen, drittens Diktaphon. So. Er vergisst nämlich dauernd alles abzustellen und nachher ist er gestresst und jammert. Gell? Seine Nerven möchte ich haben. Entzückend ist er. Wirklich entzückend. Und so zurückhaltend und so diskret. Diskret. Diskret, ja. Sehr lieb. Ja, diskret. Das hast du davon, gell? Mit deinem Diskret, ja. Da hast du es jetzt einmal richtig gekriegt, ne? Hab es halt einmal gekriegt. Auch wurscht. So. Naja, also, meine lieben Freunde, wie wär's denn eigentlich, ich sollte jetzt einmal telefonieren, bitte. Meinen Sie, dass Ihre Frau noch lang weiter redet? Man hört nämlich nichts mehr. Ja, finden Sie das ein eigenes Phänomen? Meine Frau hat eine eigene Begabung, die schweigt ins Telefon hin. Ah, darf ich trotzdem eingehen? Aber natürlich, gehen Sie hinein, selbstverständlich. Aufregend. Aufregend, ja, das ist ja. Nehmen Sie den Brief und lässt die anderen. Aber was, das kann ja nur um einen Irrtum handeln. Ah, ist der Apparat gestört? Nein, was? Also, Moment bitte. Hallo? Nein, du entschuldige bitte vielmals, aber nein, wir haben Besuch. Ja, ich kann jetzt nicht weiterreden. Auf morgen vielleicht, gell? Ja, danke schön und auf Wiedersehen. Ich hab Sie gestört, ne? Wenn Sie es genau wissen wollen, ja. Schaut, aber vielleicht ganz gut. Also, wie Sie da in das Telefon eingeflötet haben. Moment. Also, das ist doch wirklich die Höhe. Ausgerechnet Sie? Wollen Sie mir vielleicht Moral predigen, oder was? Nix Moral. Wissen's gut oder Schlechtes. Das sind so Begriffe, damit kann ich nichts anfangen. Ja. Die gibt's für mich gar nicht. Ach, die gibt's für Sie nicht. Ja, für Sie vielleicht nicht, aber für mich schon. Na, sowas, das darf doch nicht wahr sein. Entschuldigen Sie vielmals, Sie sind zwar mein Gast und der Gast ist bei mir immer König, aber in diesem Fall... Ja, wo nehmen Sie denn jetzt einen Fall her? Naja, also ich muss schon sagen, wie Sie da von Ihrem Freund, dem Herrn Reiermann, ich meine... Na, also schön, er spricht ein bisschen viel, das stimmt. Hast du voll recht, ja. Aber er ist ein sehr, sehr netter Mensch, also meine Liebe. Also erstens ist er Hypochonder, zweitens ist er hysterisch und sonst auch noch einiges. Aber sagen Sie bitte ja nichts gegen ihn. Mag ihn nämlich sehr gern. Es ist mein Vater. Wie? Was? Wieso hat er... Ja, wieso haben Sie da... Er hat es halt so gern, wenn man meint, ich bin seine bissige Freundin. Und der Zeitl spiele ich das auch ganz gern mit, aber bevor ich mich von Ihnen ausschmeißen lassen... Was sagen Sie, steht da wie ein Esel. Okay. Entschuldigen Sie viel, Mann. Macht doch überhaupt nichts. Wissen Sie, wir sind nach Wien gekommen, weil er will für mich eine nette Bude suchen. Ach so. Ich habe in Innsbruck Psychologie studiert, ja. Und jetzt möchte ich da noch ein paar Semester dran. Psychologie haben Sie studiert? Und jetzt möchte ich da so ein paar Semester Tiefenpsychologie machen, so ein bisschen spezialisieren, wissen Sie. Nein, also Psychologiestudentin, wissen Sie, was ich geglaubt habe, dass Sie da im tiefsten Tirol irgendwo so Kühe melken und sowas. Ja, wegen einem Dirndl und einem Zöpfel. Ja, so blöd ist das Klischee man. Fertig. Ja. Aber das
es geht anderen auch so. Tisch, aber die Füße sind unter dem Schreibtisch. Und müde. Sucht müde. Ja, na, meine Damen, na, sind die Telefonate alle glücklich erledigt? Ja, ganz zufriedenstellend. Susi, noch einen Kaffee? Ja, gern, aber zuerst sollt ihr mal. Was, schon wieder telefonieren? Aber nein, bitte im Vorzimmer und dann halb links. Ja. Gut, danke. So. Ja, du, der Reimann hat uns gesagt. Was hat sie jetzt gesagt? Ja. Verzeihung. Ach, Jesus, haben Sie mich jetzt erschreckt. Entschuldigung, das wollte ich nicht. Suchen Sie irgendwas Bestimmtes? Ja, eigentlich suche ich das Klo. Was in der Küche? Ja, das sehe ich jetzt auch, dass das die Küche ist. Aber was war es denn, ein Fremder? Bitte, da. Ja, grüß Sie, Handli. Gnädige Frau. So, was das... Also bitte, nein, renn doch nicht gleich wieder weg. Wir warten doch schon so lang auf Sie. Nein, Entschuldigung, nur wegen den Blumen. Ich meine, ich möchte nicht schuld sein, dass Sie vielleicht wieder so mit Heuschnupfen und... Ja, doch nicht wegen der Tulpen. Nein, ich liebe Tulpen über alles. Ja, weil sie nicht so penetrant riechen. Nein, Tulpen, die riechen sauber, rein. Nach Grün, wie Natur, wie ein frisch gewaschenes Baby. Ja, darum erinnern Sie mich ja auch so an eine gepflegte, schöne Frau. Haben Sie mal beobachtet, wie Tulpen sich in der Vase bewegen? Die Stiele streben von unten auseinander, gehen oben wieder zusammen. Na, und die Blüten, wenn Sonn scheint, die gehen auf. Und wenn Sonn untergeht, ja, dann schließen sie sich keusch, die Blüten. Ja, das ist aber wirklich lieb. Nein. Da bin ich sehr froh, dass Sie sie gern haben, weil dass es Ihnen nichts macht, dann kann ich Sie der Hilla schenken. Ja. Hilla, was sagst du zu diesem herrlichen Frühlingstag? Ja, passt so schön. So was Schönes, wie es heute ist. Man dreht sich um und es ist Frühling. Ja, ja. Ja. Der kommt jedes Jahr. Ja. So, und jetzt habe ich auch endlich beide Hände frei. Ja, es ist wirklich schön, Sie wiederzusehen. Ja. Also, Ihr Herr Gemahl muss ich wirklich glücklich schätzen, eine so schöne, begabte, gesunde und junge Frau sein Eigen werden zu dürfen. Ich hab ganz vergessen, ich freue mich auch unbändig, dass du wieder in unserer Mitte weilst. Ja. Bis jetzt habe ich ja nur ein paar Blatterl, ein paar Zetterl von dir aufgefunden. Wissen Sie, meine Frau hinterlässt mir immer Nachrichten auf Zetterln, komme bald und so. Nicht wahr? Das ist eine fabelhafte Idee, wäre das eigentlich. Sie könnten noch eine zusätzliche Ausstellung machen von meiner Frau. Die hinterlegten Nachrichten, die Zetteln der Elfriede Lafitte. Das ist vielleicht eine ganz interessante Autografensammlung. Komme bald, komme gleich, bin beim Friseur, bin in der Bibliothek. Das Gulasch ist im Rohr. Ja, stell doch endlich die Erde für den Zuberlass. Kenn ich alle. Aber grafisch, wie sich die Bilder gleichen. Sehr ergiebig. Ja, pardon? Ich glaube, es wäre jetzt vielleicht der Moment. Sie wollten doch mit der Elfi reden über die Bilder. Das ist ein fachmännisches Gespräch. Darf ich Ihnen den Ärger anbieten? Nein, ja, da stören wir da nicht so sehr. Jetzt kommen Sie mit dem Herrn. Ja, ziehen Sie mit dem Herrn. Da stören wir nicht. Kommen Sie. Lassen wir die allein. Wissen Sie, also, ich muss sagen, du bist wirklich heute fast ekelhaft. Vor fremden Menschen. Apropos fremde Menschen, mir geht wer ab? Wer geht ja? Na, was natürlich noch die Kleine vom Herrn Reiermann. Was mit der geschehen ist, haben sie die ins Klo gefallen oder traut sie sich nicht mehr? Moment. Es lässt ihm keine Ruhe. Da ist er sehr besorgt. Ja, das sind sie. Jetzt ist er stark, aber gerade hat er sie gar nicht mehr da fangen können. Ja, sehen Sie, das ist das Merkwürdige an dem. Ich bin ja im Allgemeinen, glaube ich, nicht sehr an übersinnliche Phänomene. Aber da werde ich ein bisschen bedenklich. Der ist nämlich wochenlang, ist dieser Kuckuck völlig korrekt zu den richtigen Zeiten herausgekommen. Ja. Und vorige Woche, wie meine Frau von der Kur zurückgekommen ist, Sie müssen nämlich wissen, er heißt Kasi. Kasi, das ist nett, ja. Hat ihm diesen Namen gegeben. Und
Von dem Moment, wie die bei der Tür hereingekommen ist, auf einmal ist der Kuckuck zu einer Zeit, wo sie überhaupt nicht sehen soll, raus und hat... Sie hat ihn verhext. Ich kann sie verstehen. Wirklich? Ja, meine große Sehnsucht gehört dem Himalaya. Dem Himalaya? Ja, den würde ich gerne mal sehen. Mhm. Ja, wirklich. Da ist einer einmal nach seiner Karte gegangen und wollte den Himalaya suchen. Ja. Er ist tagelang vom Himalaya gestanden, aber er hat ihn nicht gesehen. Er konnte ihn nicht finden, hat immer nur geradeaus vor sich hingestarrt. Und dann hat ihn dann der einheimische Begleiter auf die Schulter getipfelt und hat gesagt, schauen Sie senkrecht nach oben in den Himmel. Man muss den Kopf in den Nacken legen. Na, und da war er dann auch. Mhm. Der Berg aller Berge, das Dach der Welt. Mhm. Das Geschichte hat mich so beeindruckt. Ich habe nie mehr auf meinen Reisen eine Kamera mitgenommen. Ja, ich wollte auch lernen, mit eigenen Augen zu schauen, mit dem Kopf im Nacken, über die Scheuklappen hinweg, mit einer größeren Brennweite sozusagen. Also ich muss Ihnen sagen, Herr Hammer, Sie haben uns jetzt viele Geschichten erzählt, aber das ist die schönste. Und sehen Sie, genau aus diesem Grund möchte ich irgendwo hinfahren, wo man Kopf in den Nacken legen muss. Ja, ich glaube, Sie leiden an einer schweren Krankheit. Nein, Frau bestimmt nicht. Ich komme gerade von einer Kur. Ich bin pumper gesund. Nein, also so habe ich das nicht gemeint. Nein, Sie leiden an Fernweh. Und das ziemlich akut. Wenn Sie, Sie haben mir doch vorhin erzählt, dass Sie also hier in Wien studieren. Psychologie. Ja. Naja, also wenn Sie eine angehende Psychologin sind, da werde ich mich gleich einmal Ihrer Fähigkeiten bedienen. Mhm. Also, Fräulein Doktor, was empfehlen Sie mir da für eine Therapie? Also, ich darf abwarten. Wissen Sie, das erledigt sich alles von selber. So. Nachher gehen Sie mit Ihrer Frau einen großen Überseekoffer kaufen. Aber einen, wo die Termiten nicht reinkennen. Die Betonung auf die Termiten, ne? Das ist eh was Grausliches. Nachher melden Sie sich und Ihre Frau beim Doktor an, wegen der Impfungen. Bocken, Malaria, Gelbfieber, alles was gibt. Tollwut nicht vergessen, die tut Dame weh. So. Ja, und die ganzen Impfungen, die haben dann eh Nebenwirkungen, das können sie nicht so im Schweinsgalopp absolvieren. Ja, wenn sie das alles durchsteht, nachher haben sie allerdings Pech gehabt, dann müssen sie es halt machen. Naja, ich habe schon das Gefühl, Sie werden einmal eine ausgezeichnete Psychoanalytiker werden, Fräulein Reiermann. Mal bitte sagen Sie Susi zu mir. Das klingt, da kommen wir ja gleich uralt vor bei Fräulein Reiermann. Ah ja? Naja, also Fräulein Susi, bitte sehr, ich werde Ihnen gerne behilflich sein, damit Sie in Wien eine fesche Bude finden, wo Sie so dann wohnen können. Das war fein, ehrlich. Ja. Wissen Sie, ich freue mich jetzt richtig auf ihn. War eh schon Zeit, dass ich mal aus Innsbruck rauskomme. Alleweil ein Stucken in dem Kaff, das bringt sie ja. Nein, Moment, sagen Sie, mit Innsbruck ist ein Kaff. Wien ist schon was anderes. Außerdem, wissen Sie, in Wien, da spürt man halt die ganz große Vergangenheit der Psychoanalyse. Auf Schritt und Tritt begegnet man dem. Naja, also ich bin froh, dass ich bisher mit der Psychoanalyse, mit der Psychiatrie nichts zu tun gehabt habe. Aber es gibt in Wien noch andere Sachen. Interessieren Sie sich für Theater? Ja, freilich. Wissen Sie, Moment, da lade ich Sie ein, im Burgtheater gibt es jetzt gerade den Professor Bernhardi. Das ist doch ein Stück, wo das so ist. Ja, freilich, hochinteressantes Thema. Klar. Den habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. Wissen Sie, wann ich den zum letzten Mal gesehen habe? Die Fernsehübertragung von der Aufführung mit Leopold Rudolf. Josefstadt, gell? Ja. Haben Sie auch gesehen? Habe ich auch gesehen, sehr gut. Hat mir gut gefallen. Wissen Sie, mir gefällt ja so an diesem Stück, man sagt doch dem Schnitzler, oder sagen wir, man hat es ihm gerne nachgesagt, er sei eigentlich so nur so ein bisschen, fast möchte ich sagen, also ein Boulevardier, der nur so über die Siersen Madeln und so weiter. Also da müsst ihr ihn sofort verteidigen. Richtig, wenn man also zum Beispiel sich diesen Professor Bernhardi anschaut, das ist ja so vieles, fast möchte ich sagen, prophetisch, vorausgeahnt. Genau. Schauen Sie, da kommt zum Beispiel dieser Satz drinnen vor, dass einer sagt, naja, bei uns werden ja die meisten Posten sowieso nur nach politischen Grundsätzen vergeben. Hat sich da eigentlich sehr viel seit der Zeit, wo der Schnitzler das geschrieben hat, geändert? Aber ich habe überhaupt einen wahren Lieblingssatz in diesem Stück. Das ist gar kein politischer Satz. Das sagt der Bernhardi, sagt im letzten Akt, ich bewundere die Leute mit der selbstlosen Gemeinheit, die also eine Gemeinheit begehen, ohne dass sie daraus irgendeinen Nutzen haben, nur so als Freude an der Sache. Wenn Sie, solche selbstlose Gemeine, die habe ich in meinem Leben öfters getroffen. Der Schnitzler hat halt wirklich verstanden,
Menschen zu schildern. Ja, wenn Sie, mir hat es ja ungeheuer leid getan, so in den Jahren, so Ende der 20er Jahre, Anfang der 30er Jahre, da hat man eigentlich gesagt, na, der Schnitzler, der ist ja so völlig aus der Mode, das kann man doch gar nicht mehr sehen, der mit dem Anatol und so. Und dann ist nach dem Krieg eine wahre Renaissance gekommen. Bin überzeugt, dass es heute auch noch den einen oder anderen Dramatiker gibt, der heute ein bisschen über die Schulter angesehen wird. Ich denke da an zwei. Nee. Das ist einerseits der Shaw. Ich glaube, dass zumindest einzelne Stücke vom Shaw sicher wiederkommen werden. Und andererseits der Anhui. Auch der Anhui ist im Moment ja völlig, aber ja, bitteschön. Muss ich sagen, ich persönlich... Oh, Moment, entschuldigen. Bitte. Es leuchtet. Ist derweil fertig. Ja. Servus Franz, da bin ich. Sehr grüß dich. Wie geht's dir? Mir geht's nicht sehr berühmt, kann ich sagen. Ich freue mich, dass ich endlich wieder bei dir bin. Und stell dir vor, da ist eine Krankenschwester, wir haben eine Verabredung gehabt. Ja? Gretel, nichts. Ist da ist eine Krankenschwester, die ist plötzlich krank geworden, die hat einen Kerl kennengelernt, ne, der nur am Ende der Woche Zeit hat, krank ist. Und jetzt muss die Gretel allein springen, das heißt müssen, muss sie nicht. Aber du kennst sie doch, ist eine ganz präzise Person, ist wirklich blöd. Wir wollten zum Heurigen, zu einem netten Treffen. Ja, Schnecken, kein Heuriger. Jetzt ist sie... auf der Herzstation, überwacht die Herzstation und ich bin allein, arm, ohne Schwester. Schau, du hast ja dafür uns, deine liebe Familie. Ja, und ich freue mich bei dir. Heute haben wir noch einen besonders netten Gast, der mal wird dir viel Freude machen. Der Reiermann. Der Reiermann, auf dem bin ich ein Meerrettich, ein Krähen, wie wir sagen. Du sag mal, hat er wieder diese chinesische Kotz mit, die mir meine ungehörten Samtaugen attestiert hat? Der hat diesmal ganz was anderes mit. Du wirst schauen. Wieder eine? Wieder eine? Ja. Oh, noch einen tiefen Ausschnitt? Nein, ganz anders. Ah, liebe Susi, kommen Sie heraus, bitte sehr. Wieso? Das arme Kind hat keine Schuhe. Nein, er zieht die Schuhe alle Weile aus in jeder Wohnung, wissen Sie, damit er keinen Dreck reinbringt. Man verdurzt es ja gleich mit dem Haus. Grüß Gott. Grüß Gott auch. Schön. Dreck, sonst. Darf ich einmal raten? Einmal, aber nur. Tirol. Genau, der Rand gewonnen. Papa, wir sehen uns hoffentlich noch. Danke. Du, dieser war auch von keinem schlechten Vater. Die wäre früher, wenn ich ein paar Jahre jünger wäre, die hätte irgendein Typ gewesen. Typ, zurück zur Natur. Ich weiß nicht, das habe ich gern riecht direkt nach vorne. Ja, bitte sehr, komm mir rein. Guten Tag, also. Ach, da grüß dich, Herr Schulz. Ich dachte, das soll ich sagen. Servus, Bube. Gut, ich habe einen kleinen Frühlingskuss für dich hier mitgebracht. Ich wollte einen Vorschlag machen, ja? Aber bitte, wenn es nicht konveniert, sagen Sie ruhig, nein, ich bin nicht böse. Kommen Sie doch alle mal zu uns nach Tirol. Wir haben eine nette Jagdhütte, komplett eingerichtet, sie steht immer leer, es ist oberhalb Igels, wäre Platz für die ganze Familie. Herrliche Spaziergänge, man kann auch Schwammerl suchen. Schwammerl suchen, ohne Blinddarm. Ja, aber man muss früh aufstehen, weil sonst sind sie nämlich weg. Ich nehme die noch früher aufgestanden sind. Oder wir haben auch schöne Berge da zum Malen. Ja, man kann auch raufgehen, nämlich das Runterschauen ist noch viel schöner. Das wäre ja ganz schön, aber die Hilla hat sich halt leider eingebildet, sie will leider nach Übersee und da habe ich mir schon die Impftermine überlegt. Was denn, wieso impfen? Wer will sich impfen lassen? Also ich muss sagen, Tirol auf einer Alm, das kenne ich noch gar nicht, das stelle ich mir also eigentlich, das ist was Fabelhaftes. Was sagst du denn dazu, Franz? Ja, schön, ich wollte zwar in die Mongolei, ach, entschuldige, aber bitte, wenn du willst, fahre ich natürlich auch in Tirol. Also ich muss Ihnen vergleichsweise nichts Schöneres als Tirol. Ich muss Ihnen sagen, ich danke Ihnen für dieses Tirol, weil sonst hätte ich den Franz nie aus seinen vier Wänden herausgebracht. Glauben Sie mir, ich muss ja von China reden, damit er endlich aufhört, seine Freizeit zwischen der Sophienalpe und dem Attersee einzuteilen. Aber ist er in die Hinterbrücke gefahren, war eine große Reise für ihn. Wahnsinnig schön, dass wir miteinander gefahren sind. Einmal wir alle miteinander. Mit den Kindern. Nach Österreich, Bist du jetzt schon wieder ein bisschen ausgeschnappt? Ja, ich bin ausgeschnappt. Ich fahre mit dir nach Tirol. So.
Bei anderen und du wirst mal. Leider. Ja, ich habe ein bisschen Sorgen. Ich meine, nicht sehr arg, sondern es sind Sorgen für andere Leute. Wo ist denn die Niki? Ja, ich habe keine Ahnung. Die wahrscheinlich mit dem Heinz weg. Na, die zwei wissen ja, glaube ich, selber nimmer mehr, wo sie überhaupt sind. Naja, die hat nämlich einer Familie versprochen, heute babysitten zu gehen. Ja. Und jetzt ist nicht dort und jetzt sind die natürlich in der größten Verlegenheit. Das ist unmöglich. Das ist ja, was heißt vergessen? Das ist doch keine Pflichtauffassung, Herr Hermann. Du willst immer selbstständig sein, Geld verdienen. Und dann, wenn Sie mich fragen, da kann man überhaupt nichts machen. Das ist der Frühling in Wien. Ja, den kann ich mich auch so beeindrucken. Ja, was ist die Adresse? Und ruf dort an. Bitte, ich rufe an. Es kommt, sagt den Kindern, dass sie nicht erschrecken, es kommt statt der jungen Tante ein alter Onkel. Ja, auch du willst babysitten? Ich will babysitten. Kinder, unterhaltet euch weiter. Ich möchte gerne wissen, was nächste Woche ist. Ich bin da noch hemmungslos über meine Witz. Also, ich gehe dorthin. Ja. Also, dann auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ich will mitkommen. Meine besondere Verehrung? Nein, es ist nicht notwendig. Ich komme unbedingt. Und, ja, du, wegen der Schwammerung. Ui, er da wollte ich noch etwas erzählen. Nein. Es ist nämlich so, wir entdecken ja in der Familie jedes Jahr ein neues Schwammerl. Ja. Ja, das sicher. Da kommen dann die Kinder und sagen, Papa, kennst du das Schwammerl? So gibt's ja, kennen Sie ihren eigenen Namen, oder wie? Nein, das nicht. Aber man muss sie doch erst einmal ausprobieren, ob sie wirklich essbar sind. Ne? Und dann isst der Papa das neue Schwammerl. Und da sitzen die Kinder immer da und sagen, na Papa, ist das schon schlecht? Ja, so viel nah. Das ist jedes Mal die Spannendste. Wir kennen nur Herrenpilze und Eierschwammerl. Was alles anderes traue ich mich nicht. Na ja gut, aber das sind ja giftig. Was sagen Sie zu meiner Tochter? Bitte? Was, Tochter? Ja. Sie sind die Tochter? Ja, genau. Nein, sie spielt ja zu gern, meine Freundin. Zu gern. Aber ich hätte mir das eigentlich wirklich denken müssen, wenn ich sie jetzt beide so anschaue. Wie aus dem Gesicht geschnitten. Aus dem Gesicht geschnitten. Ja, aber aus dem Gesicht geschnitten. Ja, aus dem Gesicht geschnitten. Das war voriges Jahr. Einmal beinahe alle an der Schwammerl vergiftet, gestorben. Nein, das war nur so. Nein, der Fliegenpilz, den kann man essen. Aber nur Jungen.